Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe extra für euch meine richtig schwule Begrüßung gemacht. Wir schauen uns heute einen Roller an, der wird vielen schon so aus dem Leihbereich bekannt vorkommen. Aber wir schauen uns heute die Variante für Privatkonsumenten an, nämlich den SXT Max EKFV. Hier ist das gute Stück. Ja, und wenn ihr Bock auf das Video habt, dann bleibt doch einfach dran, denn jetzt geht's los. Ja, nochmal herzlich willkommen zurück. Heute, wie gesagt, der SXT Max EKFV. Wir schauen uns den Roller mal im Detail an. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit einer kleinen Rundtour um den Roller. Ja, wir starten hier im Cockpit-Bereich des SXT Max. Da haben wir hier einmal das Tacho, machen wir einmal an, zack. Da zeigt er allerdings nur die Geschwindigkeit an und den aktuellen Akkustand. Wofür hier unten das ist, das weiß niemand, keine Ahnung. Also ich weiß es zumindest nicht. Ich habe mir aber auch nicht besonders viel Mühe gegeben, das herauszufinden. Wir haben hier anstatt dem Scan-Teil beim MyTier, haben wir im Prinzip so eine kleine Zierblende. Ja, da kann man keinen Code scannen. Und hier haben wir auch einen Power-Button, der ja sonst nicht da ist, weil das per Bluetooth angemacht wird. Hier auf dieser Seite haben wir den Gashebel. Der hat wirklich einen schönen Widerstand, kommt auch gut zurück. Alles top gemacht. Gummigriffe, die Klingel ist hier im Lenkergriff integriert. Echt gut gemacht und auch wirklich laut. Wir haben hier die Hinterradbremse, das ist eine Trommelbremse. Und hier die Vorderradbremse, auch eine Trommelbremse, aber in Kombination mit der elektronischen Bremse. Auf der anderen Seite sehen wir hier jetzt das integrierte Frontlicht, was auch angeht, wenn man den Roller eben anschaltet. Hier unten ist der Klappmechanismus, das schauen wir uns nachher noch genauer an, beziehungsweise später im Video zeige ich euch, wie man den zusammenklappt. Hier haben wir die Vorderradfederung, da haben wir einen Hund, da haben wir einen Hund und hier haben wir die Vorderradfederung. Ja, Vorderrad mit dem Motor ist ein 350 Watt Motor und in der Spitze haben wir 690, wenn mich nicht alles täuscht. Reflektoren, dann hier das gummierte Trittbrett. Ja, stabiler Holm, hinteres Schutzblech, Trommelbremse hinten, wir haben 10 Zoll Vollgummireifen und auch ein voll integriertes Rücklicht. Auf der anderen Seite vom Roller haben wir dann einen ziemlich stabilen Ständer und man muss wirklich sagen, ein echt stabiles Gerät und vor allen Dingen, Freunde der Sonne, keine Kabel. Ja, keine Kabel aus dem Lenker, keine Kabel unten aus dem Rahmen. Ja, ist alles integriert in die großen Rohre vom SXT Max. Besonders überrascht hat mich, dass beim GPS-Test, also bei der Geschwindigkeitsmessung per GPS herausgekommen ist, dass es tatsächlich ziemlich genau das ist, was auf dem Tacho auch draufsteht. Das ist wirklich selten, denn üblicherweise weicht das ja um 1-2 km/h ab. Aber ich spiele euch hier mal ein kleines Video ein, wo ihr sehen könnt, wie ich damit unterwegs war. Und das war wirklich 1:1. Ja? Also wenn 20 km/h auf dem Display stand, dann waren auch 20 km/h eben gemessen. Ja, ich würde sagen, da machen wir es mal nicht so langweilig und machen jetzt weiter mit dem Agilitätstest. Los geht's! Ob der SXT Max auch beim Agilitätstest punkten kann, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Da gibt der Panzer alles. Oh. Ja, es geht, aber unter Schmerzen. Oh. Also es geht, aber unter Schmerzen, würde ich sagen. Oder wie ich gerade schon gesagt habe, man muss tatsächlich sagen, bei dem schmalen Hütchenabstand ist er doch ein bisschen überfordert. Ist ja nicht umsonst der Panzer unter den E-Scootern. Die Bewegungsfähigkeit ist ein bisschen eingeschränkt. Ich würde sagen, wenn ich nicht ständig mit irgendwelchen E-Scootern rumfahren würde, dann würde bei der Geschwindigkeit eigentlich eher ein Umkippen passieren als ein Umfahren. Ja, die Agilität bei diesem 23 Kilo Klopper, auch der Panzer unter den E-Scootern genannt, die ist natürlich so semi, aber er ist halt einfach robust, stabil und schwer und lang und groß und breit und dick. Und dann kommt man eben ein bisschen schwieriger um die Hütchen rum. Wir schauen uns jetzt aber mal den Bremstest an und da bin ich gespannt, denn hier haben wir ja drei Bremssysteme. Ah, 20 km/h ist ja gar kein Problem hier. Und da mal mit beiden Bremsen.
Oh, das sieht gut aus. Wie man sieht, habe ich hier auch schon so einige Bremsspuren mit dem SXT Max fabriziert. Wir messen natürlich jetzt mal nach und dann bekommt ihr von mir das Ergebnis. So, unser heute angebundener Linienrichter wird uns jetzt das amtliche Ergebnis sagen. Ja, zum Niederknien sozusagen. Gnadenlos knappe 2 Meter, das ist das bislang beste Ergebnis. Das hatte ich aber auch erwartet, weil der SXT Max vorne und hinten eine Trommelbremse hat und zusätzlich vorne nochmal elektronisch abgebremst wird. Also im Grunde genommen 3 Bremssysteme und das hat man hier ganz klar gemerkt und auch an der Bremsspur gesehen. Ich bin dafür zu alt und fett. Warte mal. Jetzt schauen wir uns, was schauen wir uns denn jetzt an? Den Steigungstest. Wir schauen uns diesen Steigungstest an. Dafür bin ich wieder die Rampe hochgefahren mit den 50%. Ich möchte jetzt aufstehen. Los geht's. So, dann schauen wir doch mal, ob der SXT Max DKFV die 50% Steigung meistert. Los geht's. Das sieht aber schon so aus, als müssten wir uns da keine Gedanken machen. Ja, gar kein Problem. 50% ist für den SXT Max wie ein Sonntagsspaziergang. Ja, das geht ja mal richtig easy. Ich fahre nur ein bisschen langsam, gucken, ob da keiner entgegenkommt. Ja, perfekt. Gar kein Problem. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, habt ihr gesehen, 15% sind für den SXT Max EKFV, was für ein beschissener Name, gar kein Problem. Weiter geht's. Der lang ersehnte Offroad-Test, das wird natürlich nicht funktionieren, wir wissen alle, der Motor wird dann immer wieder versuchen abzubremsen, aber ich gönne euch einfach den Spaß und fahre mal ein bisschen durchs Gelände. Oh, ganz schön wackelige Geschichte, Freunde. Wenn er die 10 km/h erreicht hat, dann geht's ganz gut. Dann fährt er auch durch. Und da musste der Marcel ein bisschen laufen. Wer wissen möchte, wer das ist, der checkt bei seinem Instagram aus. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch unten in der Videobeschreibung ist übrigens E-Bike am Elm verlinkt. Der war so nett und hat es für mich auch getan. Das ist ein super Kanal, der macht Scooter-Videos zum Synergy S950, den ich ja auch ganz gut finde. Und ansonsten viel zu E-Bikes und E-Bike-Touren. Ja, vielen Dank. Ja, kommen wir jetzt zu meinem Fazit für den SXT Max EKFV mit dem tollen Namen. Also der Roller wird oft dafür gerügt, dass er eben schwer und unkompakt ist. Das ist auch einfach so. Er ist 23 Kilo schwer und er lässt sich auf der Höhe erst zusammenklappen. Was einfach ganz klar bedeutet, wenn man keinen riesen Kofferraum hat, dann kommt er da nur schwerlich rein. Und er lässt sich natürlich entsprechend schlecht tragen, was die Mitnahme in den öffentlichen Nahverkehr eben auch schwieriger macht. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie man den Roller zusammenklappt. Das ist natürlich so ein bisschen deprimierend. Also hier unten, da ist so ein kleiner Sicherungshebel, den zieht man nach oben und dann kann man das runterdrücken. Und dann legt man den um. Und jetzt kommt das Problem, keine Arretierung. Also wenn man den Roller jetzt zusammengeklappt hat, muss man den trotzdem ganz genau so tragen. Da braucht man richtig Kraft in der Arme. Die habe ich aber leider nicht. Das ist dann schwierig. Oh. Ja, man sieht hier, wenn er zusammengeklappt ist, er ist halt auch trotzdem noch ziemlich hoch. Ja, von hier bis hier ist eine Riesenstrecke. Das passt nicht in jeden handelsüblichen Kofferraum. Ja, also mit einem Renault Twingo würde ich mir überlegen, ob ich einen SXT Max anschaffe. So, dann klappen wir den auch wieder hoch. Ist ganz einfach. Einfach wieder zurückklappen das Rohr und dann das hier randrücken. Der Sicherungshebel springt dann von selber rein. Da muss man nichts weiter machen. Ja, und so kompakt lässt sich der SXT Max zusammenklappen. Ja, und da sieht man halt auch einfach, dass er extrem hoch ist noch, wenn er zusammengeklappt ist. Ja, was gibt es sonst zu dem Roller zu sagen? Ansonsten ist er einfach super. Er ist wirklich robust, ja, also er sieht aus, als könnte ihn niemand kaputt bekommen. Nicht umsonst hieß ja das Tieräquivalent der Panzer unter den E-Scootern. Das ist er auch einfach. Was super ist, er erreicht wirklich 21 km/h und das, was auf dem Display steht, das ist auch das, was am Ende dabei rumkommt. Beim Bremstest, den hat er mit Bravour bestanden. Beim Agilitätstest, ja, wie gesagt, aufgrund der Ausmaße ist das natürlich ein bisschen schwieriger für den.
Die Steigung gar kein Problem. Insgesamt würde ich sagen, wirklich ein guter Roller. Es gibt einen Knackpunkt und der Knackpunkt, der hat im Prinzip mit dem Roller an sich wenig zu tun. Das ist der Kundenservice. Der ist wirklich mies. Ich habe mich vorher mit denen unterhalten, denn der SXT Max hat ja manchmal so ein bisschen das Problem, wenn es über Unebenheiten geht, dass die Motorbremse relativ früh einsetzt. Das ist ein Sicherheitsmerkmal, ist auch okay. Und wir haben bei abnehmender Batterie auch abnehmende Geschwindigkeit, wobei das ja bei vielen Rollern der Fall ist. Ich habe mich mit dem Kundenservice auseinandergesetzt und im Prinzip waren die am Ende keine Hilfe und haben an den Händler verwiesen, der einfach gesagt hat, ja, dann schicken Sie es zurück, dann kriegen Sie Ihr Geld wieder. Das ist natürlich nicht die Lösung des Problems. Ich hätte mir eher gewünscht, irgendwie Controller tauschen, also ich baue den Controller aus und kriege dann dafür einen anderen. Aber den kompletten Roller auch da einzuschicken, das ist mir einfach zu schwer. Er fährt ja auch ganz normal, ist ja auch in Ordnung. Nur über Unebenheiten, da ist er halt ein bisschen zickig. Aber üblicherweise sollte man ja auch keine Waldtouren damit machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal mit Glocke, denn in einer Woche kommt ein Roller, der bietet wirklich das perfekte Gesamtpaket. Der erfüllt alle Wünsche, die man an E-Scooter haben könnte. Seid auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, Glocke aktivieren, dann seid ihr wieder mit dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Vika. Bye!